Jessie natürlich. So, worum geht's heute? Heute geht's um einen richtig schönen, richtig gut trainierten Trizeps. Und die Ladies fragen sich jetzt so: Cecil, so einen Trizeps wie du, den möchte ich aber nicht haben. Es sind ja viel zu viele Muskeln. Hä, Cecil, wieso? Dicken Arm? Dann trainiere ich natürlich Bizeps. Und ich habe für beide Parteien was. Einmal für die Ladies. Was ist das größte Problem so bei den Ladies? So dieser Wackelarm, ne? Wenn man so winkt und dann irgendwie noch so eine Minute später wackelt das alles. Das wollen wir natürlich nicht haben. Das muss natürlich weg. Und jetzt ist aber so eine Sache, man muss unterscheiden. Ist es wirklich Fett oder ist es der Muskel? Weil wenn ich den Muskel ganz locker lasse und ich wackel, dann wackelt es auch. Also auch der Muskel, wenn er nicht angespannt ist, wackelt er. Wenn er angespannt ist, dann darf natürlich nichts wackeln. Also wenn ich anspanne und so mache, darf nichts wackeln. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich habe ja, guck mal mein anderes Video, die optimale Fettmessung mit diesem Hüpf-Wackeltest. Also wenn ihr praktisch die ganze Muskulatur anspannt und dann hüpft. Alles, was wackelt, ist Fett. Okay, bei mir wackelt nicht so viel. Bauch will ich jetzt lieber nicht zeigen, weil ich bin auch im Urlaub. Da würde vielleicht was wackeln. Also da müsst ihr unterscheiden. Ist es wirklich das Fettgewebe oder ist es eigentlich Muskel? So, also jetzt für die Ladies. Also ihr wollt praktisch, dass es nicht mehr wackelt. Ja, und ihr habt da aber viel Haut. Sagen wir mal, ihr habt das Fett reduziert und da hängt aber noch viel Haut. Was wollt ihr dann machen? Ihr wollt natürlich Muskeln aufbauen, damit die Haut dann gefüllt wird mit Muskeln. Umso mehr Muskel, umso straffer ist natürlich der Arm. Also auf der einen Seite wollen wir Fett reduzieren, auf der anderen Seite wollen wir Muskeln aufbauen, damit es straffer ist. So, bei den Männlein. Die wollen natürlich einen dicken Arm haben, so dass wenn man so rumgeht drauf und dass alle sagen so, oh ey, voll der dicke Arm, voll cool. Und da denken die meisten Jungs, hey, ich muss den Bizeps trainieren und machen die ganze Zeit Bizeps. Aber der Bizeps ist klein im Vergleich zum Trizeps. Also der Trizeps macht wirklich, so sagen wir mal, 2/3 des Armumfangs aus. Also wenn ich jetzt den Bizeps sehe, der ist zwar hier oben, aber der Trizeps ab hier, das alles, was nach unten hier geht, das ist alles Trizeps. Und wenn ihr von hinten guckt, hier, das ist alles ab da, alles was hier nach unten geht, das ist alles Trizeps. Der Bizeps ist nur hier oben, so klein. Das hier ist der Bizeps, der geht vielleicht bis hier. Alles andere ist Trizeps. Also wenn ihr einen dicken Arm haben wollt, dann müsst ihr den, guck mal wie dick im Vergleich der Trizeps ist. Also Jungs, wenn ihr einen dicken Arm haben wollt, müsst ihr natürlich den Trizeps trainieren. Ganz wichtig. Also für beide Parteien was dabei. Und heute machen wir ein richtig gutes Workout für zu Hause. Könnt ihr egal wo machen. Ihr braucht nur die Therabänder. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Diese Dinger hier, das ist alles, was ihr braucht. Die heißen ja nicht Therabänder, die heißen Resistant Band. Aber ich schreibe es natürlich unten in die Beschreibung. Schreibe ich die rein. Die hier kann ich echt nur empfehlen. Habe ich selber im Urlaub mit. Habe ich von meinem eigenen Geld bezahlt. So, die finde ich wirklich gut. Das war echt eine gute Investition, weil kann man überall machen. Gar kein Problem. Ja. Und was noch? Ach ja, nach dem Intro. So, da bin ich wieder. Okay, jetzt nehme ich euch nämlich mal mit und ich muss mal gucken, dass ich euch irgendwo positioniere, wo ihr mich auch gut sehen könnt. Also, schauen wir mal. So, meine Freunde, ich habe euch jetzt positioniert. Ich weiß, die Tonqualität ist wirklich schlecht. Es hallt hier sehr. Warte mal, ich mache mal Tür auf. So, kann sein, dass es jetzt nicht mehr so doll hallt. Und zwar, was machen wir? Ich habe euch ja in den anderen Videos schon gesagt, wenn ihr zu Hause trainieren wollt, kein Fitnessstudio habt, gar kein Problem. Ihr braucht nur Bänder, Resistant Bänder, das war's. Diese Dinger sind in der Beschreibung, die habe ich mir selber von meinem eigenen Geld gekauft und die nehme ich, wie ihr seht, mit in den Urlaub, damit ich hier super trainieren kann. Man kann mit denen super trainieren, weil alle Bewegungen, die ihr im Fitnessstudio am Gerät macht, könnt ihr auch damit machen, weil es sind ja nur Bewegungen. Da lang, da lang, da lang. Könnt ihr alles auch irgendwo machen, ihr braucht nur einen Quadratmeter Platz. So, jetzt machen wir eine richtige, jetzt machen wir meine Lieblings-Trizepsübung. Und was ist immer wichtig? Die Intensität ist. Ihr müsst wirklich euch anstrengen. Zwei Varianten. Einmal, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, das irgendwo an der Wand festzumachen, dann macht ihr das. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, dann zeige ich euch danach eine andere Variante, wo ihr gar nichts braucht. Ihr braucht nur euren Fuß. Und das war's. Also wirklich gar nichts. Die erste Variante, die ich sehr gerne mag, ist Trizepsdrücken über Kopf. Weil über Kopf hat man den
den langen Trizepskopf richtig schön mit drin, weil der richtig schön aus der Dehnung kommt. Und damit kann man den langen Kopf extrem gut trainieren. Und das ist wirklich fast mit meiner Lieblingsübung von allen Übungen im Fitness. Also mag ich wirklich sehr gerne. Ich mache es einmal vor. Einfach hier dran, Schritt nach vorne und dann Intensität, nicht einfach irgendwann aufhören, sondern wirklich, bis es nicht mehr geht. Auch wenn ihr hier nicht mehr könnt, dann macht ihr nochmal bis hier und nochmal bis hier und nochmal. Und wenn ihr merkt, es geht gar nicht mehr, okay, dann könnt ihr ablassen. Nicht vorher ablassen, wirklich, die Intensität muss stimmen, bis es nicht mehr geht, in den Muskel reingeht. Wenn ihr jetzt sagt, okay, Sessi, ich habe aber nicht so eine tolle Wand, und ich kann das nirgendwo machen, weil ich nirgendwo irgendwas habe, was ich befestigen kann. Dann macht ihr Folgendes. Dann macht ihr einen von den Bändern, mache ich jetzt hier ab, weil das sonst, der Weg ist sehr weit und dann wird es ein bisschen zu schwer. Deswegen mache ich das jetzt mit einem Band vor. Und zwar ganz einfach, ihr stellt euch einfach mit einem Fuß drauf, nimmt die Bänder nach hinten und drückt von hier nach oben. Ganz einfach. Genau das Gleiche. Und achtet immer darauf, dass die Ellbogen möglichst innen sind. Also möglichst hier. Nicht von hier drücken oder so, sondern Ellbogen rein, dass es wirklich nur aus dem Trizeps kommt. Okay, das war die erste Übung. Eine Isolationsübung schon mal für den Trizeps, damit der Trizeps schon mal richtig vorbelastet ist. Und danach machen wir eine Grundübung, also für die Darm-Dips. Warum für die Darm-Dips? Ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos kennt, Damen wollen eher den unteren Bereich der Brust trainieren, Männer wollen eher den oberen Brustteil trainieren, damit es schön aussieht bei den Mann. Frauen wollen eher nicht so, dass diese Platten hier bis nach oben gehen, deswegen für die Damen eher den unteren Bereich trainieren. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich stelle euch jetzt einfach mal auf den Boden, ganz einfach auf den Boden. So, für die Damen also, einfach einen Stuhl nehmen, hier, geraden Rücken, schön gerade, Ellbogen nach hinten, nicht zu weit außen, okay, das ist für die Damen, dass der untere Teil der Brust trainiert wird, für die Männer, entweder ihr macht normale Liegestütz, möglichst eng, damit der Trizeps mehr belastet wird. Oder, was ihr auch machen könnt, damit ihr mehr den oberen Teil der Brust trainiert, wäre praktisch schräg nach oben. Wie könnt ihr schräg nach oben hinbekommen? Indem ihr den Po nicht so habt, sondern so. Wenn ihr den Po so habt und hier runter geht, dann habt ihr mehr den oberen Teil der Brust trainiert, also hier oben. Das, was ihr haben wollt, damit es schön nach oben aussieht. Okay, meine Freunde, das sind hier heute Kameraperspektiven. Aber ihr seht ja, im Urlaub, egal wie, Ton schlecht, Hauptsache ich zeige euch gute Übungen, damit wir alle keine Ausreden mehr haben und überall trainieren. Weil hier, ich bin jetzt schon seit 7 Tagen hier jeden Tag im Fitnessstudio und ich habe noch nicht einmal eine Person hier gesehen. Also meine Freunde, ihr könnt überall Sport machen. Wenn ihr sagt, okay, ist das hier gut, 1-2 Übungen, alles schön und gut, aber ich will mal richtig gecoacht werden, dann coache ich euch 8 Wochen im Maximumprinzip. Oder wenn ihr sagt, ich bin schon so gut, ich weiß alles, ich will nur ein paar verschiedene übers Training lernen, dann guckt ihr bei Patreon vorbei. Und ansonsten guckt ihr die YouTube-Videos wieder weiter und schreibt gerne rein, was ihr noch für Muskelgruppen sehen wollt oder genau, was euch so interessiert. Also meine Freunde, bis bald, euer Coach Cecil. Are you listening? Damn.